Heute setze ich dem Dennis hier mal wieder was vor und ich wette, das hat er nicht auf dem Schirm. Viel Spaß. Kompakt. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels. Und ja, und herzlich willkommen zum Vorgesetzt. Ja, ein Vorgesetzt für den lieben Dennis. Ein Spiel, zu dem ich schon ein Video gemacht habe. Das schränkt jetzt nicht wirklich ein. Anno dazu mal 2018. 18. Ein taktisches Spiel für zwei, eigentlich für Solo bis vier, aber es kommt auf die Perspektive an. Perspektive. Ein asiatisches Setting. Boah. Eine schöne weiße Box. Weiße Box, Dragon Castle. Und innen drin ist es gar nicht so hübsch und gar nicht so weiß. Es passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Hast du eine Idee? Ich habe keine Ahnung vom Auto gerade im Kopf. nee. Aber den Verlag kann ich dir sagen. Huch. Huch. Ah, nee, ich komme nicht drauf. Es geht um Vögel und um Blumen. Vögel, Blumen. Ja. Sagt dir das was? Saikatsu, ja, okay. Vom Namen her, wenn ich jetzt wieder sehe, habe ich das auf dem Schrank gesehen und gedacht, wow, das ist echt hübsch. Ja. Aber nee, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. IDW. Das ist ein Spiel. Ich habe es in den letzten Wochen tatsächlich dann noch solo ausprobiert oder wieder gespielt, um es einfach so ein bisschen vorbereitet zu haben, die Regeln parat zu haben. Und es hat einen sehr interessanten Solo-Modus, weil du quasi gleichzeitig gegen zwei Gegner spielst. Oh, okay. Im Grunde ist es nur ein Plättchen-Legespiel, was schon fast ausgezogen ist. Und dann habe ich es wieder solo gespielt und dachte so, oh, das hat doch was. Weil es nämlich auf die Perspektive aus unserer Pagode ankommt. Eigentlich ist es im Idealfall sogar für drei Spieler. Okay. Funktioniert aber gut zu zweit und zu viert hat es eine Team-Variante, 2 gegen 2. Ah, cool. Wobei eigentlich ist es ein 2 bis 3 Spieler-Spiel mit Solo-Variante und mit 4 Spieler-Team-Variante, wenn man so möchte. Mir gefällt das Spiel per se ziemlich gut und ich habe damals in meinem Review gesagt, es hat sogar mehr taktischen Kniff als Azul. Und nachdem ich es jetzt wieder gespielt habe, bin ich eigentlich fast wieder auf dem Trichter, dass es mehr taktische Tiefe hat als Azul. Und deswegen dachte ich, das ist perfekt, um es dir wirklich jetzt mal zeitnah auch vorzusetzen. Okay. Gerade weil wir ja auch alle 4 Azuls gespielt haben und nochmal zusammenspielen wollen und da ein Azul-Vergleichsvideo anstreben, wäre das doch ein schönes Vergleichsspiel. Ja, mit Sicherheit. Also wenn das wirklich in die Azul-Richtung geht, was man jetzt von da hinten jetzt nicht so wirklich erahnen könnte. Mhm. Aber sieht simpel aus. Mhm. Das Cover ist, wie gesagt, super schön. Ob es auch was kann, werden wir sehen. Ja, also super schnell gespielt und vielleicht sogar das Potenzial, es zweimal zu spielen, weil es eben nicht so lange geht. Aber trotzdem hat es einen sehr schönen Grübelfaktor und wenn es doch nur innen drin genauso hübsch wäre wie außen, dann wäre das eines der schönsten Spiele, weil von außen finde ich das wunderhübsch. Das stimmt, ja. Mit glänzender Überschrift. Ja. Und Saikatsu. Woran mich jetzt IDW erinnert, das seht ihr nach den Bildern. Dann habe ich es nämlich gegoogelt. Ja, dann genau. Geht's jetzt zu den Bildern und danach einen schnellen Überblick und unser Fazit. Los geht's. So, wir sind zurück mit Eindrücken von Saikatsu. Gesundheit. Saikatsu. Ein Spiel für Petra, weil es hat einen Beutel drin. Wer ist diese Petra? Ja. Ja, Georgs Frau liebt ja Spiele mit Beutel. Und da zieht der Dennis mich mit 3 Punkten tatsächlich gerade so noch ab. Ja. Das hat fast gereicht. Ja. Fast. Tatsächlich saß zwischendrin mal so ein bisschen, oh, der Vogel, aber ich glaube,
Das Schöne an dem Spiel ist, kommt danach. Du erzählst erstmal, wie es geht. Ja, also es ist ja super simpel. Jeder hat zwei Blättchen zur Auswahl und legt die an. Beim Anlegen sind die Vogelschwärme, also gleiche Vögel, interessant. Denn legt man einen Vogel neben einen bereits liegenden gleichen Vogel, erhält man einen Punkt für den Vogel plus einen pro benachbarten Vogel. Und da hat der Dennis deutlich Punkte mehr geholt. Mhm. Und diesen Vorsprung von 8 Punkten, 9 Punkten konnte ich nicht komplett aufholen in der Endwertung. Und der Witz ist bei der Sache tatsächlich, hätte der Dennis am Ende die 2, wären die andersrum gewesen, hätte das einen Unterschied gemacht? Nee, hätte keinen Unterschied gemacht. Mhm. Für dich nicht, für mich nicht. Ja, also insofern auch das irrelevant. also das am letzten Move ist es nicht gescheitert. Ja, das ganze Spiel ist super simpel und das Coole ist eigentlich, dass es auf Perspektiven ankommt. Perspektive ausgehend von unserem Pavillon. Eigentlich haben wir hier ein Spiel für idealerweise 3 Spieler. Geht gut zu zweit. Zu viert ist es ein Teamspiel und Solo funktioniert auch gut, ist dann aber eher so ein Logikpuzzle. Ich muss sagen, ich finde es tatsächlich zu zweit und zu dritt am stärksten, weil es hat schon ist ein sehr direktes Spiel. Man könnte die ganze Zeit die Punkte berechnen, wo bekomme ich jetzt mehr. Ja. Lohnt sich der Vogel da, dann eröffne ich dem anderen wieder Punkte über die Blüten. Das ist am Anfang noch relativ irrelevant. Aber am Ende triggert es halt unglaublich. Da könnte man alles durchrechnen. Denn für die Blüten in den Reihen gibt es Wertung. Eine Blüte, lauter verschiedene bringen also bloß einen Punkt. Während, wenn es zwei gleiche gibt, 3 Punkte für 3, 6, für 4, 10, für 5 sogar 15 und für 6, 21. Und ich habe es tatsächlich in einer Solopartie hinbekommen, diese 21 Punkte zu machen. Und das ist natürlich wichtig und ich habe sie trotzdem verloren. Was meinst du? Also, was natürlich hier ist, ist Ziehglück. Ja, ich hatte zum Beispiel immer mal wieder, nicht so viel, aber immer wieder gedacht, boah, jetzt habe ich da einen Vogel, der mir nichts ermöglicht. Ich kann einfach nur einen Punkt machen. Aber wie lege ich ihn am besten, dass er nicht so viel kriegt und ich vielleicht doch eine Blüte später kriegen kann? Wobei man da sagen muss, das Ziehglück wirkt sich eher bei der Vogelwertung aus, weniger tatsächlich bei der Blütenwertung. Ja, ja, richtig, das stimmt. Da kann man ja vorausplanen. Es sind nur die Jetzt-Punkte, die unter Umständen ein bisschen Banane sein können. Und ich glaube, dass es zu zweit ein Tick taktischer ist als zu... Nee, also Moment, anders gesagt. Zu zweit kann man die Taktik eher durchschauen oder beeinflussen, so rum. Ja. Das klingt auch komisch. Also was ich meine ist, ich kann gucken, okay, wenn ich das da hinlege, kriegt er die Reihe. Dann lege ich es lieber hier hin, gebe mir dafür nur 2 Vogelpunkte, aber hab dann die Blumen mehr. Bei 3 Leuten muss er, okay, wenn ich es da hinlege, kriegt er nichts. Oh shit, aber er kriegt ja was. Da musst du ja quasi zweidimensional, dreidimensional denken. Ja, genau. Ja, da musst du ja auf beide achten. Und dann macht es das taktischer, obwohl es mir zu zweit als taktisch eher gefällt. Wahrscheinlich vermute ich mal, dass es besser zu spielen ist zu zweit. Ich mag, dass es so simpel ist. Mhm. Weil du guckst eigentlich nur nach Schwärmen, ja, aber irgendwie auch nicht, sondern du guckst natürlich auch, die Blume passt hier besser, oh nee, dann kriegt er das ja, ich hoffe mal, dass er das nicht hat, mach's dahin, jetzt hat er das hier. Man hat gemerkt, wir hatten unterschiedliche Ansätze, du hast eher auf die Schwärme geschaut, ich habe mehr auf die Blüten geschaut und habe dann geschaut, wenn ich die Blüte in dieser Reihe positionieren möchte, wo bekomme ich jetzt Punkte über den Schwarm? Ja. Aber für mich war klar, in die oder in die Reihe muss die Blüte. Ja. Wo bekomme ich jetzt einen Schwarmpunkt? Wenn ich keinen bekomme, dann habe ich ihn so positioniert, dass du keine Punkte bekommst durch die Blüte. Ja. Und das ist eigentlich das Interessante, dass alles, was ich lege, direkt die Punkte meines Mitspielers beeinflusst. Ich hatte tatsächlich mehr Glück im Sinne von, dass ich am Anfang sehr viele Punkte immer oder weit vorne war, immer wieder Punkte machen konnte. Aber du hast ja dann echt da so 10er-Reihen hingelegt. Ich habe, glaube ich, nur eine 4er-Reihe. Easy, ja. Sonst eher Dreier. Das war dann schon so, wow. Zwei Vierer. Ja. Aber man hat dann schon so geguckt, dahin und da könnte es noch was werden. Und letztendlich, klar, wenn dann so ein Koi kommt, da hat man dann natürlich wieder alle Optionen offen. Mhm. Aber ja, doch, es ist cool. Und ich weiß nicht, ob ich es wirklich mit Azul vergleichen würde. Ja, mir ging es gerade im Zweispielerspiel dieses sehr direkte, wo man bei Azul natürlich auch genau sieht, was will der andere, was möchte ich ihm nicht geben. Also gerade als Zweispielerspiel verglichen, finde ich, ist tatsächlich Saikatsu fast ein Ticken dankbarer, weil es mit weniger Regeln, weniger Wertung, mehr Grübeltiefe
aufs Brett bringt. Ja. Durch ja. diese Perspektive. Mhm, ja. Das mit der Perspektive finde ich auch echt witzig eigentlich. Also, ja. Ich habe kein Spiel bislang erlebt, was so in dieser Art irgendwie was ja. macht. Ich meine, ja, es gibt diese Reihenwertungen, Planet Unknown oder sonst, wo ja. du halt weißt, okay, die längste ja. Reihe gibt 5, die kleine 4, 3, also das sowas, ist ja nichts Neues, sowas aber gibt es, Perspektiven, aber dass es wirklich aus verschiedenen Auswirkungen Richtungen hat. Auswirkungen hat. Mhm. Und eben nicht nur dieses, für mich wird's entschieden oder wer jetzt mehr hat, ihn wird entschieden, ja. sondern nein, es wird quasi eine gemeinsame Auslage. Ja. Das Problem, was alle Spiele haben, wo solche Wertungen jeder sind, eine eigene Auslage. Hat jeder was Eigenes. Stimmt. Es gibt kein Gemeinsames. Mhm. Und wenn es was Gemeinsames gibt, dann wird bloß verglichen, wer den längsten. Das ist richtig eigentlich. Ja, also wenn man auch nur nach den Vogelkombinationen gehen würde, wäre es auch zu wenig, ja, zu simpel. Genau, aber genau. durch diese Blumenwertung noch, das ist doch, ist cool, ja. Klar, jetzt von der Thematik oder so, ne, es ist halt ein abstraktes Legespiel, Puzzlespiel eigentlich eher, weiß gar nicht, aber ich find's, ja, schönes Material. Ja, also, man hübsch, hört's auch. Hübsch auf jeden Fall, ja. Das einzige Nachteil ist, dass die dann irgendwann verkratzen. Nö, eigentlich nicht. Das ist ja, sehr das viel gespielt, hier. Ein bisschen. Ja, okay. Ja, also man erkennt noch alles, ja. nicht. Aber es ist halt, wenn die halt da aufeinander ja, scheuern. Scheuern so ein bisschen. Aber es ist super wertig. Ja. Es ist, man muss halt viel in den Sack rumreichen, immer nachziehen. Aber das einzige Manko tatsächlich ist, dass diese Farbe nicht dem blütenweißen Cover gleichkommt. Und das finde ich ein bisschen schade. Weil wäre das jetzt tatsächlich in so einem schönen Weiß gehalten... Ja? Doch, fände ich fast schöner, ja, hast recht. Hm, also, dieses Blühende, dass man, dass es noch mehr zur Geltung kommt und nicht so pastellig ist und das hier außen, das Artwork, passt gar nicht zu den realistisch dargestellten Vögeln. Ja, nee. Wäre das jetzt auch noch schön gewesen. Es ist schon malerisch, aber sie sehen schon relativ realistisch aus, ja stimmt schon. Hm. Also, es passt für mich vom Stil leider nicht zusammen. Ich finde Spielplan grottenhässlich. Ja. Das Cover und die Chips sehr schön von der Gestaltung. Mhm. Wie gesagt, die hätten ein bisschen heller sein dürfen, aber das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Ja, ja. Und was man auch noch lobend erwähnen muss, das hier. Es hat alles seinen Platz. Ach so. Ich dachte, du willst jetzt hier Lufti vergeben, weil eigentlich hast du ein riesen Ding, wo in der Mitte einfach nur ein paar Blättchen drin sind. Ne? Lobend möchte ich wirklich nur erwähnen, die Tatsache, dass hier alles seinen Platz findet. Nicht lobend erwähnen, dass das Ganze hätte die Hälfte dünner sein können. Ja? Ja, also wir haben hier innen drin so einen Abstandshalter. Sehr witzig. Damit es in der Mitte nicht runterdrückt, das finde ich ja gut, aber dieses Ding ist nur zur Hälfte tatsächlich versenkt. Das heißt, man hätte die Schachtelhöhe auf circa die Hälfte schrumpfen können, dann wäre es perfekt gewesen. Definitiv. So ein bisschen schade. So Iceland-mäßig, ne? Ja. So von der... Ja, oder ein bisschen dicker hätte sein müssen. Wenn das alles... Ja. Naja, ein bisschen größer. Dicker vielleicht, ja. Okay. Ja, naja, das... Meckern auf hohem Niveau, das genau. Spiel ist gut. Ja, dann war ja das Vorgesetzt durchaus geglückt. Oh ja, doch. Dann hätte ich nicht gedacht. Sind wir in 2 Wochen wieder für euch da. Und bis dahin wollen wir natürlich euer Feedback. Euer Feedback zu Saikatsu kennt ihr so, dass sagt ihr, oh, Hidden Gem, geil. Ja, weil es ist schon so ein bisschen eine unbekannte Perle. Ja. Das war damals kurzzeitig bei Huch, hat man es häufiger gesehen, aber auch nicht so richtig. Hm. Und das ist eigentlich schade, weil ein schönes Spiel, interaktiv und ich finde es nicht besser als Azul, aber ich glaube, dass es zu zweit langfristig vielleicht tatsächlich, wenn man jetzt nur mit dem Basis Azul nur zu zweit spielt, ein bisschen mehr Tiefgang tatsächlich bietet. Ja, und das mit den Anlegen und dass man die Punkte von der Anzahl der Vögel, die da liegen, ist ja ein bisschen Sommerpavillon, finde ich. Und für alle, bei Azul auch, ja, das erste. Und für alle, die es vielleicht taktischer wollen. Ich könnte mir eine Hausregel vorstellen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Wenn man es zu zweit spielt, man legt 3 Stück in eine offene Auslage. Okay. Und wenn man einen gespielt hat, nimmt man einen aus der offenen Auslage. Dann sieht man nämlich, was der andere genommen hat und zur Auswahl hat und füllt dann die Auslage wieder auf. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Gibt es auch viele Spiele, dann hat man, eine kleine planbare Komponente. Mhm. Und, oder man kann sagen, man möchte keins aus der Auslage, man zieht doch in den Sack, wenn nichts Passendes liegt. Aber dann hat man eine Entscheidungsmöglichkeit. Naja, so viel als Idee, ohne dass ich das jetzt zwingend umsetzen müsste, weil ich finde, das Spiel braucht es eigentlich. Ja,
Und Zaikatsu heißt nicht Vögel, sondern es heißt Leben. Ja. Falls es jemanden interessiert, also wie mich den ganzen Abend schon, dass ich so, was heißt Zaikatsu? Ja. Ich hätte es dir als Leben vorstellen müssen. Wäre doch schön gewesen. Ja, ne? Das stimmt, ja. Sven hätte es sofort gewusst. In diesem Sinne, wir räumen wieder ein. Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Und natürlich haben wir hier auch entsprechend Videoempfehlungen für euch. Weitere Vorgesetzte findet ihr hier. Und unter Dennis findet ihr eine Empfehlung von uns für euch. Und damit wünschen wir euch viel Spaß. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis in 2 Wochen. Macht's gut und tschüss. Bye, bye.